Achso, ich weiß gar nicht, was wir jetzt als nächstes machen. ja, also wir verlassen auf jeden Fall die Umlaufbahn. Weil ich doch sehr von der Citadel enttäuscht bin. Boltzmann, da können wir Kasumi helfen. Wäre eventuell interessant, dass wir erst die Kasumi und dann die Said-Geschichten machen. Weil offiziell ist es ja so, und das würde ich ja wie gesagt auch besser finden, also offiziell ist es so, dass sie sagen, okay, wir können uns erst vollumfänglich auf diese Sache hier mit Shepard fokussieren, wenn die die Mission erledigt haben. Das ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja das, was ich mir wünschen würde, dass man auch dann erst die wirklich als Crewmitglieder bei sich begrüßen könnte. Deswegen wäre es eigentlich sinnig, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen erstmal die Mission von den beiden. Also würde ich jetzt tatsächlich erstmal die Kasumi-Geschichte machen. Und danach würde ich... Gut, logischerweise eigentlich dem Said helfen. Aber es wäre natürlich schon cool, wenn wir die ganzen Crewmitglieder erstmal versammelt hätten, ne? Ich spiele mit... Das Ding ist, wenn wir jetzt das für die Kasumi machen, müssen wir das für den Said ja auch kurz danach machen eigentlich. Also sonst wäre es irgendwie ein bisschen komisch. Dann würden wir irgendwie den einen irgendwie ein bisschen vernachlässigen und die andere Person so ein bisschen bevorzugen. Das wäre irgendwie doof. Oder wir sagen, wir lassen erstmal beides. Und... Es gibt ja Loyalitätsmissionen, das wissen wir ja schon. Da kriegt man zum Beispiel, wenn man die absolviert hat, dann kriegt man ja erst beispielsweise mit Mordin Solus den Neuralschock. Also die letzte Fähigkeit der Leute. Dafür gibt es diese Loyalitätsmission. Und dann, das wäre eigentlich sinnig, wenn man sagt, okay, man macht die Said- und Kasumi-Mission mit denen zusammen. Mit diesen Loyalitätsmissionen der anderen. Allerdings, wie gesagt, sind die ja erst so richtig bei uns, wenn man das mit denen gemacht hat. Aber dafür sind sie wiederum... Eher unnötig, die beiden. Scheinbar. Stand jetzt. Aber irgendwas müssen wir an. Mit irgendwas müssen wir jetzt anfangen. Und diese Mission Feuergänge MSV Rosalie hatten wir auch schon ziemlich früh. Komm, wir machen das jetzt. Scheiß der Hund drauf. Wir sind ja auch gerade hier. Treibstoffdepot, das ist alles klar. Komm, dann machen wir jetzt die Kasumi-Geschichte. Ich weiß jetzt von der Chronologie her nicht, was gewollt ist vom Spiel oder von den Entwicklern, wo gesagt wird, okay, das wird in der und der Reihenfolge oder soll in der und der Reihenfolge gemacht werden. Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist für mich jetzt naheliegend, weil es ja direkt hier dran grenzt wieder. So, hier haben wir unerforscht. Das ist der Planet Feynman. Feynman. So. Oh, niedrig, das finde ich schön. Das dauert dann nicht so lange. Hier war doch gerade was. Sonde gestartet. Mal gucken, ob hier irgendwo noch ein größerer Ausschlag vielleicht von irgendwas ist. Das sieht doch gut aus hier. Ja. Sonde unterwegs. Er ist immer überall so ein bisschen Platin, aber nicht so in der Menge, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Gestartet. Okay, für niedrig ist das doch ziemlich viel. Ja, wie gesagt, das wäre so okay, wenn man sagt, pro Planet so 4-5 Sonden. Das wäre wirklich absolut im Rahmen, denke ich. Aber dass man über 10 Sonden teilweise dahin schicken kann, das ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Oh ja. Sonde unterwegs. So, jetzt sollte es aber abgebaut sein. Ja, gut. Alles klar. Das ist, wie gesagt, im Rahmen.
Aber ihr seht ja, wir brauchen noch verdammt viele Ressourcen. Wir wissen ja auch gar nicht, was noch an Upgrades dazukommt. Es kommen ja noch diverse Mitglieder, wie gesagt. Wissen wir ja. Feldman. Auch wieder niedrig. Das ist doch schön. Da kann keiner upsi meckern. Das ist doch auch nicht schlecht hier. Sonde gestartet. Na, ein bisschen weiter links hätten wir mehr Iridium noch bekommen, aber okay. Daran wird es am Ende nicht scheitern, schätze ich. Zwar haben wir jetzt ganz viel Iridium bekommen. Starte Sonde. Starte Sonde. Element Zero, ich betone es nochmal, ist eher Mangelware. Ein Palladium im Augenblick auch, oder haben wir noch ziemlich viel? Gut, jetzt habe ich es gerade erwähnt, jetzt haben wir es auf einmal hier. Ah, jetzt haben wir wieder Titanmangel, seht ihr? Titan-Platinmangel. Sonde gestartet. Wie ich jetzt noch gemeint habe, das hätten wir im Überfluss. Oder hatten wir zu dem Zeitpunkt ja auch. Oh ja. Starte Sonde. Okay. Jetzt aber. Sonde unterwegs. Ja, abgebaut, sehr gut. Gut. Bekenstein, Kasumi helfen. So, hier ist auch ein Planet. Oder ein Asteroid vielleicht? Nein, es ist sogar ein Planet. Das ist Tooft. Oder Tooft oder Thooft. Ich würde mir wünschen, wenn wirklich auf mehr Planeten random irgendwelche Anomalien wären. Das war ja im ersten Teil mehr, also häufiger der Fall als hier. Das ist ja wirklich ein bisschen weniger, leider. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Na, hier. Hier ist es. Sonde unterwegs. Da ist wieder alle Sonnen aufgebraucht. Das ist so krass einfach. Was auch eine coole Möglichkeit gewesen wäre. Sonde unterwegs. So wie bei Assassin's Creed Black Flag beispielsweise, wo man ja Schiffe zum Handeln verschicken kann, dass man sowas auch hier hätte machen können, dass man dann irgendwie Sonden in alle möglichen Richtungen der Galaxie oder in den verschiedenen Clustern hinschicken können und dass die Ressourcen dann gesucht hätten nach so, also keine Ahnung, entweder Real-Time oder meinetwegen In-Game-Time, dass dann irgendwann dann eine Nachricht kommt hier, Sonde Y hat auf dem Planeten so und so 10.000 Palladium gefunden. Das wäre halt eine coole Idee gewesen. Weil da hätte auch keiner sich beschweren können, denke ich. Also,
Weil hier, wie gesagt, ich kann das halt nachvollziehen, immer mehr, dass Leute das einfach nur nervig finden. Weil es ist einfach zu viel, also. Starte Sonde. Also recht eintönig, möchte ich mal sagen. Ui, jetzt haben wir aber hier. Oh, krasser Scheiß, du. Starte Sonde. Sehr gut. Gut, das haben wir auch. Da müssen wir gleich hin. So, was haben wir hier noch für einen Planeten? Das ist natürlich Vila. Ui. Sonde. Na, cool, dass wir so 5 Sonnen vielleicht übrig haben gleich noch. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Ein bisschen Palladium sogar dabei. Sonde. Ah, vielleicht kommen wir sogar mit 5 hin. Weil wir jetzt noch 2 richtig krasse Positionen finden. Ah, das ist nicht so das Bell vom Ei, aber. Gibt's einfach alles. Krass. Sonde unterwegs. Und? Nein, hier ist noch was. Hier. Sonne. So, noch 4 Sonnen. Och, Leute. Komm, ich verzichte jetzt einfach auf das bisschen hier. Komm, ich gehe jetzt zum nächsten Planeten. Sie merkt, es nervt mich schon immer mehr. Ja, es geht mir halt einfach darum, weil ihr halt zuseht und ich denke, es ist halt für euch einfach, also nicht für jeden, aber für manche von euch einfach so sterbenslangweilig. Deswegen finde ich es halt ein bisschen doof. Bekenstein. Da müssen wir hin. Und gerade hier bei so einem Planet wie Bekenstein, so ein missionsrelevanter Planet, dass man auch da Sachen abbauen kann, das ist halt echt einfach. Oh, einfach zu viel, weiß ich nicht. Kann man einfach so landen, oder was? Okay. Okay, so, Scanner. Abgebaut, Ja, wenn das so ist, dann. Nochmal zurück zu Vila. So. Also, wenn das so wäre, dass man sagt, okay, dass man in einem System wirklich alle 30 Sonden meinetwegen aufbraucht, also 7 bis 8 Sonden pro Planet, dann wäre das für mich absolut in Ordnung. Da würde ich auch absolut nichts sagen, aber so ist es, wie ich schon oftmals erwähnt habe, einfach zu viel. Starte Sonde. So, das dürfte es gewesen sein. Das ist unglaublich. Oh.
Muss immer irgendwie noch was Größeres sein. Ja, da ist doch was. Oh ja. Sogar beides. So, jetzt aber. Sonde gestartet. Ja, gut, dann haben wir das auch. Gut. So, mein lieber Kazumi. Alles klar. Gut, dann landen wir. Ach so, wir sind mit der Kazumi jetzt zu zweit. Verstehe. Auch nicht schlecht. Ich überlege gerade. Okay, naja, lassen wir so. Komm. Ich weiß nicht, was für Gegner uns hier erwarten. Welche Art Gegner. Okay. Sie machen wirklich was her, Mr. Solomon Gunn. Hawk wird gar nicht mitkriegen, was ihn erwischt hat. Solomon Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hawks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen Keijis Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Okay. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. Keiji muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? Keijis Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Was ist in der Greybox, das den ganzen Aufwand rechtfertigt? Die Greybox enthält Keijis Erinnerungen. Alles, von den Codes und Plänen, die er gestohlen hat, bis hin zu unserer gemeinsamen Zeit. In den Erinnerungen verbirgt sich das Geheimnis, das er gestohlen hat. Keiji hat mir nie gesagt, worum es sich dabei handelt. Aber wegen dieser Information wurde er umgebracht. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Na ja, gut, dann schauen wir mal. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Ich meine, es war nicht so einfach. Wie gesagt, es war ja wir vieles mehr auf Wahnsinn. Soll ja auch so sein. Nach Ihnen, Mr. Gunn. Moment bitte, Sir. Es scheint da ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Sehr angenehm. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie können passieren, Mr. Gunn.
und entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Würden Sie mir erklären, warum meine Freundin draußen bleiben muss? Etwas an Ihrer Freundin gefällt mir nicht, also bleibt sie draußen. Ganz einfach. Ja, also der, ihr Outfit ist halt auch ein bisschen... Weiß ich nicht. Also erstens nicht im Anlass so wirklich... angepasst. Und ja, weiß ich nicht. Also die hätte sich vielleicht auch irgendwie ein Kleid anziehen können oder so. Keine Ahnung. Wenn Sie sich dann sicherer fühlen, kann sie natürlich draußen warten. Es freut mich zu hören, dass es kein Problem gibt. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Ach nee. Irgendeine Idee, warum er sie weggeschickt hat? Nein, wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt.